Guten Abend für euch alle. Nummer 425. Heute ist Freitag. Freitag, spätabends. Der 4. Juni 2021. Friederike Mayröcker hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Juni-Fragment, und das hat sie der mit ihr befreundeten Schriftstellerin und Lyrikerin Inga Christensen aus Dänemark gewidmet. Und ich widme ihr Gedicht heute ihr, weil sie gestorben ist, mit 96 Jahren. Und in meinem Gedichtband, da lag ein Zettel drin, Friederike Mayröcker, geboren 1924, sie lebt immer noch. Das fand ich ganz schön. Jetzt ist sie in den Lyrikhimmel aufgestiegen und bekommt ihr eigenes Gedicht nochmal gelesen. Liebe Friederike, das ist für dich heute. Aber du kennst es ja. Ich sitze in meinem Kaminsessel, während draußen das weiß-blaue Schwalbenozon im Fensterausschnitt und sanft wirbelnder Junihauch. Oder du hast ein verwehtes Blatt im Haar, eine verwehte Blüte und die verwehten Wiesenwangen im weiß-blauen Schwalbenozon und so weiter. Und wie die angefaulten Stücke Obst in der Schüssel einander berühren, indem sie einander anstecken, und wie der Himmel ausstößt die blaue Rakete der tobenden Schwalbenschreie, wie eine Mona Lisa der Straße mit Bärtchen und knappen Jeans und der Sonne ausweichend Mehl bestäubt vor mir tänzelt, während der ockerfarbene Feldstein im Parkrasen aufblitzt, der Hund im Vehikel oder den braunen, zottigen Hund wie einen Pelzumhang um den Nacken geschlungen oder die geflügelte Ameise auf dem teigigen Asphalt, ein sich verwischender, gänzlich verwischter Vogel oder ist es ein altes, hüpfendes Lindenblatt oder die hinfällige Marienkäferschar auf dem Gehsteig, kriechend zerfranste Flügel, das mit verbundenen Augen im Souterrain eines Hauses liegende Schreibzimmer, in das ich vorüberhuschend hinabblicke, oder das Lamento eines Haarknotens, welcher bedrohlich hochragt unter geblümtem Kopftuch. Das hast du grandios geschrieben, liebe Friederike, grandios. Und vielleicht passiert es ja auch, dass dein gerade erst erschienener Gedichtband, der auch nominiert ist für den Buchpreis, ja posthum den Buchpreis bekommt. Verdient hättest du es. Dieses Gedicht, das ich jetzt gelesen habe, ist im Übrigen, das weißt du ja, liebe Friederike, ich sag's nur für die anderen, aus ihrem Band Das besessene Alter, Gedichte von 86 bis 91 und das hier von 91. Liebste Grüße an dich, liebe Friederike, und an euch alle. Schlaft gut und denkt an sie. Bis morgen.